14.809 Unterschriften haben wir gesammelt im Bündnis TTIP unverhandelbar. Wir versuchen heute Abend dann alle Kandidatinnen und Kandidaten, die zu Gast beim ZDF sind, zu übergeben und freuen uns natürlich besonders, dass Sie als Erste gekommen sind und die Unterschriften entgegennehmen. Symbolisch überreiche ich Ihnen so einen Zettel. Ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die überhaupt nicht verhandelbar sind, unter den Bedingungen auch der Orientierung in der Politik, und dass wir den Stopp der Verhandlungen brauchen, um zu klären, was nach dem Scheitern der Verhandlungen bei der Welthandelsorganisation, was eigentlich die Zukunft der Handelsabkommen sein soll. Meine Idee von Anfang an, und dafür stehe ich weiter, meine Idee von Anfang an ist, wir brauchen nicht Handelsabkommen, wir brauchen internationale Datenschutzabkommen, wir brauchen internationale Verbraucherschutzabkommen. Die Zeit dieser alten Handelsabkommen ist meiner Meinung nach vorbei. Es ist sehr beeindruckend, dass Sie 714.000 Unterschriften haben. Ich muss allerdings sagen, wir haben in Südeuropa so viele arbeitslose Jugendliche, die darauf warten, dass ihre Wirtschaft wieder wächst. Und die Wirtschaft wächst durch mehr Wettbewerbsfähigkeit und sie wächst dadurch, dass man neue Märkte für die eigenen Produkte erschließt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass auch die Menschen aus den Krisenländern eine Chance haben, über die Öffnung des amerikanischen Marktes wieder Wirtschaftswachstum zu bekommen und eine echte Jobperspektive. Deswegen werden wir diese Verhandlungen konstruktiv weiter begleiten und am Ende, ungefähr 2015, sollten wir dann nochmal darüber reden, was tatsächlich herausgekommen ist. Jetzt ist es aber natürlich so, dass selbst die Studien von TTIP-Befürwortern, die vorgelegt wurden, also auch von der EU-Kommission und so weiter, versuchen zu prognostizieren, welche Wachstums- und Beschäftigungseffekte erwarten uns denn. Und da geht zum Beispiel die EU-Kommission davon aus, dass im günstigsten Szenario ein Mehrwachstum bis 2027 von 0,5% durch TTIP in der EU erreicht werden könnte, was ein jährliches Mehrwachstum von 0,036% ist und damit im Bereich der statistischen Irrelevanz liegt. Ja, vielen Dank zunächst mal für Ihr Engagement. Ich halte es für sehr wichtig, weil ein Abkommen, das die Bürger unmittelbar betreffen kann, muss auch mit den Bürgern diskutiert werden. Und was die Kommission zurzeit macht, dass sie in dieser Woche Verhandlungen führt, wo sie das Europäische Parlament und damit die europäische Öffentlichkeit nicht informieren kann, halte ich für inakzeptabel. Wir können ja künftig unsere Parteiprogramme, unsere Wahlprogramme bei den Unternehmen gleich abgeben und können die auffordern, sie möchten doch die Programme mal prüfen lassen, ob da etwas drin ist, was ihren Gewinnerwartungen zuwiderläuft, und dann das bei uns rausstreichen, dann sparen wir uns die Gelder für die Verhandlungen und vor allem auch für die entsprechenden Strafzahlungen, zu denen Staaten verurteilt werden können, ohne irgendeine Möglichkeit zu haben, sich dagegen zu wehren. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Wir werden es ablehnen. Im Übrigen, ich halte es auch für problematisch, dass wir als Parlament erst in dem Moment, wenn es ausgehandelt ist, das TTIP vorgelegt bekommen. Wir können also nur Ja oder Nein sagen. Und das hat auch aus unserer Sicht bei einem so schwerwiegenden Abkommen mit parlamentarischer Demokratie wenig zu tun. Wir haben das Thema uns ja im Wahlkampf bislang schon sehr beschäftigt und es wird uns auch nach den Wahlen intensiv beschäftigen. Die Verhandlungen gehen ja 2014, 2015 in jedem Fall weiter. Und ich darf Ihnen versichern, ich werde mich dafür einsetzen, dass unsere bewährten europäischen Standards im Umweltschutz, im Verbraucherschutz, bei den Arbeitnehmerrechten, bei kulturellen Belangen und in anderen Fragen in Berücksichtigung finden. Ansonsten werde ich einem transatlantischen Freihandelsabkommen im Europäischen Parlament nicht zustimmen. Ich glaube, dass die Europäische Union gut beraten ist, wenn sie aus ihrer wirtschaftlichen Macht, die sie ja objektiverweise hat, eine Tugend macht. Die Situation heute ist so, dass fast alle Teile dieser Erde ihre Produkte auf den europäischen Markt exportieren wollen, weil der Markt der Europäischen Union der reichste Binnenmarkt der Welt ist. Aber statt zu begreifen, dass das ein Vorteil sein kann, haben wir es mit einer Kommission zu tun, die einer Deregulierungsphilosophie folgt und argumentiert, wir müssen, wenn wir mit anderen Teilen dieser Erde in einen fairen Wettbewerb und einen fairen Handel handeln wollen, notfalls unsere Standards zur Disposition stellen. Ich argumentiere genau umgekehrt. Wer seine Produkte und Dienstleistungen auf unseren Markt bringen will, der soll gefälligst unsere Standards respektieren. Das ist eine völlig andere Ausgangslage. Deshalb wird es ein Herab
Korrigieren von Ökostandards, von Verbraucherschutzstandards, von Umweltstandards, von Sozialstandards mit mir nicht geben. Das ist eine ganz klare Aussage.